PureTrack. Vielseitig ist der Schlüssel zur Nutzbarkeit eines Produktes, denn je nützlicher ein Gegenstand ist, desto mehr Platz spart sein Besitzer. Der US-Amerikaner Kyle Stringham beschloss, diesen Weg zu folgen und kombinierte seinen neuen Wasserfilter mit einem anderen nützlichen Gerät. Das entstandene Produkt PureTrack ist ein 2-in-1 Produkt, ein Reisefilter für die schnelle Wasserreinigung und ein robuster, aber leichter Gehstock. Er besteht aus Kohlefaser und wiegt nur 480 Gramm. Gleichzeitig ist im Inneren eine hocheffiziente Pumpe sowie ein zweistufiges Reinigungssystem enthalten. Die Pumpe fördert 2 bis 3 Mal mehr Wasser als herkömmliche Pumpen. Ein Filter reicht, um 500 Liter Wasser zu verarbeiten. Dies wird zu 99,9% gereinigt. Keime, Mikroorganismen und Mikroplastik werden effizient und in wenigen Minuten entfernt. Der Gehstock und Filter kostet mindestens 120 US-Dollar. Zero Eye. Kopfhörer sind heute wohl die beliebteste Methode, um Musik zu hören, aber ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein, dass diese Methode nicht die einzige ist. Das US-Unternehmen Zero Eye hat versucht, eine Alternative. Controller Alarm Clock. Wollt ihr euch niemals von der Lieblingsspielekonsole trennen? Vielleicht solltet ihr euch das nächste Gadget genauer anschauen. Dies ist ein Gerät, das wie ein Gamepad aussieht, aber eigentlich eine Tischuhr mit Alarm ist. Genau das Richtige, um sich in den frühen Morgenstunden an die Lieblingskonsole zu erinnern. Die Kosten betragen 33 US-Dollar. Extreme Horizontal Stealth. Die moderne Welt schreibt recht strenge Regeln für die Einrichtung des persönlichen Raums vor. Dies gilt nicht nur für den Küchenschrank mit Müsli oder den Arbeitstisch, auch unterwegs muss man gut organisiert sein. Dabei hilft die Erfindung der Firma Grizzly Outdoors. Das ist eine multifunktionale Messerschneide für ein Campingmesser. Sie schützt nicht nur vor Verletzungen, die durch Fahrlässigkeit entstehen, sondern bringt auch viele andere Vorteile mit sich. Zum Beispiel befindet sich im vorderen Teil ein Stück feuerfester Stahl, das im Notfall als Feuerstein dient. Dank der eingebauten Taschenlampe wird die Schneide bei Bedarf auch zu einer Lichtquelle. Sie sorgt für eine zuverlässige Fixierung der Klinge, minimiert die Bewegung und den vorzeitigen Abrieb. Der Preis beträgt 210 US-Dollar. Eine aktualisierte Version mit einem Laser und einem Kompass kosten schon etwas mehr. LED Cube Speaker. Kommen wir zu den niedlichen Geräten zurück. Seht euch den tragbaren Lautsprecher von Rubik's Cube an. Er sieht aus, ja, ihr habt es erraten, wie ein Zauberwürfel. Er bringt den Raum zum Schimmern und sorgt für eine schöne Atmosphäre. Seine Hauptfunktion ist die Wiedergabe hochwertiger Musik. Das Gerät ist ziemlich kompakt, tragbar und funktioniert auch als ein Desktop-Lautsprecher. Der Preis beträgt 18 US-Dollar. Halo. In der modernen Welt kann absolut jeder Gegenstand zu einem stilvollen Accessoire werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, sogar ein Flaschenöffner. Das folgende Gerät der britischen Firma Chippica London bestätigt dies einmal mehr. Halo ist ein ästhetisch ansprechender Chromring aus Edelstahl. Er öffnet die Deckel in jede Richtung und kann über den Flaschenhals geschoben werden, um nicht verloren zu gehen. Die Kosten betragen ca. 33 US-Dollar. Pearl.
Der Akku ist leer und man ist nicht zu Hause. Klingt fast wie ein Horrorfilm für jeden, der einen aktiven Lebensstil führt und immer und überall in Kontakt bleiben will. Natürlich kann man sein Smartphone in einem Café aufladen, aber eine viel bessere Alternative gegen solche Probleme ist ein tragbarer Akku. Es ist sogar noch besser, wenn das Gadget multifunktional ist, damit es weniger Platz in der Tasche einnimmt. Diese Überlegungen halfen den Spezialisten der amerikanischen Firma Hyper bei der Entwicklung von Pearl. Als Ergebnis erhielten sie einen kompakten, sehr schönen Spiegel mit einem seitlichen USB-Anschluss. Die Kapazität beträgt 3000 Amperestunden. Dies reicht aus, um das Smartphone ein einziges Mal von 0 auf 100% aufzuladen. Was die zusätzliche Funktionalität betrifft, es gibt zwei Spiegel, einen normalen und einen weiteren, der das Bild dreimal vergrößert. Der LED-Ring ist ein zusätzlicher Vorteil. Die Kosten betragen 25 US-Dollar. Avengent Glyph. VR-Brillen sind bei Spielern sehr gefragt, werden jedoch nicht vollständig im Alltag eingesetzt. Dies liegt zum Teil an ihrem nicht sehr praktischen Design. Wenn man mehrere Geräte bei der Hand haben muss, gibt es einfach keinen Platz mehr für VR-Brillen. Die Spezialisten der amerikanischen Firma Avengent haben aber herausgefunden, wie das Problem gelöst werden kann. Die Ingenieure nahmen ein Headset und beschlossen, die VR-Brillentechnologie darin zu implementieren. Das entstandene Gerät heißt Glyph und ist derzeit für etwa 110 US-Dollar erhältlich. Tagsüber wird das Gerät wie normale Kopfhörer getragen: am Kopf, um den Hals, in den Händen. Wenn man ein 3D-Bild genießen will, bewegt der Nutzer die Kopfhörer so, dass der Bogen direkt vor seinen Augen liegt. In dem Gehäuse befinden sich zwei Linsen, die laut dem Entwickler eine bessere Leistung als ein Standard-Display bieten. Avengent Glyph ist das perfekte Gerät zum Abspielen und Ansehen von Videos unterwegs, wenn ein Laptop oder Computer nicht zur Hand ist. Das Gadget kommt zu Hilfe, wenn man sich dringend ein neues Video auf dem Kanal Mentale Zuflucht anschauen will. Leider ist das Gerät nicht smart genug, um den Kanal automatisch zu abonnieren. Wir empfehlen es euch, dies selbstständig zu tun. Das ist ganz leicht. Klickt auf den roten Knopf und auf die Glocke, um keine spannenden Inhalte mehr zu verpassen.